Fall, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ich. Da steht doch einer da drin. Scheiße! Moinsen und herzlich willkommen zu einem Horrorspiel. Ja genau, ich spiele mal wieder ein Horrorspiel auf meinem Kanal. Der absolute Wahnsinn. Lang ist es her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, sowas. Und wir spielen heute Close to the Sun. Das ist ein Survival-Adventure-Horrorspiel mit einer Story, die im Jahr 1897 auf einem fiktiven, riesigen Schiff stattfindet, das von Nikola Tesla erbaut wurde, der Wissenschaftler, der sich vor allem mit Elektrizität auseinandergesetzt hat, ja, zu dieser Zeit. Und das wird ziemlich interessant. Wir sind eine Journalistin, die ihre Schwester wiederfinden muss. Die Schwester heißt Ada und ich bin jetzt sehr gespannt. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe testweise schon mal leicht reingeschaut in die ersten 2 Minuten oder so. Aber jetzt starten wir nochmal komplett von vorne. Es geht los. Ich bin sehr gespannt. Sind Sie sicher? Ja. Genau, das Ganze hat von seinem Design her auch sehr viel von Bioshock tatsächlich. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt. Es ist ja kein Ballerspiel wie Bioshock natürlich, weil das hier ist ja ein reines Horrorspiel. Dann starten wir mal. Drücken, um zu beginnen. Wie früh morgens auf dem Klo. Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Und ich spiele hier eine Vorabversion, also nicht wundern, wenn hier auch noch ein paar Bugs drin vorkommen ab und zu. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Okay, was verschweigt sie uns? Das ist die große Frage. Verlassen sie ihr Zimmer? Ich kann mir gut vorstellen, dass es durchaus sinnvoll ist, auch mal ein bisschen die Umgebung zu untersuchen. Denn es soll auch Rätsel geben tatsächlich. Um weiterzukommen, muss man an einigen Stellen wohl so ein paar Rätsel lösen. Deswegen müssen wir uns hier mal gut umgucken. Die Helios, das ist das Schiff, um das es geht. Ein Triumph des Ingenieurwesens, wissenschaftlichen Fortschritts. Treten Sie dem Helios-Team bei, bewerben Sie sich bei Ihrer örtlichen Wardenclyffe-Niederlassung. Alles klar, ihr seht, es ist alles in Deutsch auch vertont, tatsächlich. Das ist sehr löblich. Ist hier noch irgendwas? Nee, okay, dann gehen wir mal raus. The Helios. Build the future. Oh. Wir werden in Kürze die Helios erreichen. Russische Holzrouten. Für Sie die auf dem Shuttle befindliche Beobachtungskabine zu betreten. Das Andocken beginnt, sobald alle Passagiere sicher sind. Viel Glück. Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Okay. Die Zeitung Le Petit Parisien. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgaben. Wardenclyffe weist Vorwurf zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsendem Druck gegenzusteuern. Okay, alles klar. Da scheint sich offensichtlich auch eine politische Krise so ein bisschen anzubahnen. Die Helios, Eroberung neuer wissenschaftlicher Gebiete unter der Leitung von Nikola Tesla persönlich. Forschen und erfinden ohne finanzielle oder politische Einschränkungen. Also wir sehen schon, das ist so ein Alternate History Szenario. Und in der Hinsicht natürlich sehr ähnlich der Bioshock-Reihe und auch dieses ganze, diese ganze Aussehen hier von diesem Schiff und so, von diesem Inneren.
Das hat schon ein bisschen was Bioshock-mäßiges. Ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich von Bioshock nur Infinite gespielt und die anderen tatsächlich nicht. Schande auf mein Haupt. Oder Asche auf mein Haupt, besser gesagt. Schande auf mein Haupt. Schande sowieso auch. Das Helios Grand Theater. Großartige Unterhaltung für großartige Menschen. Sehr schön. Das ist ein Schiff. Irgendwie, hier ist irgendwie keiner, oder? Das ist ein Schiff, das fährt automatisch hier. Ich bin der Einzige irgendwie. Die einzige Person hier. Boah. Da ist die Helios. Da fahren wir jetzt hin. Boah, wie riesig das sein muss. Riesiges, großes Schiff. Okay. Ich soll hier in diese Kabine reingehen. Ziehen wir mal an dem Hebelchen. Und dann... Press Button to commence docking procedure. Dann leiten wir mal den Docking-Prozess ein. Das ist anscheinend wirklich ein autonom fahrendes Schiff. Während wir hier noch über autonom fahrende Autos diskutieren, ja, sind die in dieser Welt hier schon viel weiter. In dieser Realität. Nicht schlecht, die haben schon automatisch fahrende Schiffe. Dann drücke ich mal das Knöpfchen. Und dann docken wir mal an. Das Wetter könnte besser sein. Storm in a Teacup presents. Oh, da ist die Silhouette vom Schiff. Da sehen wir sie. Jetzt sehen wir schon langsam ein bisschen mehr Details. Es sieht sehr verziert aus da oben. Ui. Alter, ist das riesig. Wirkt schon ziemlich gewaltig auf jeden Fall, dieses Schiffchen hier. Die Musik ist schon so unheilsschwanger. Und das Wetter ist auch schon so bedrohlich. Ui. Das ist ganz schön viel Licht da drin. Das sind alles italienische Namen. Es scheint von einem italienischen Entwickler zu sein, tatsächlich. Interessant. Close to the Sun. Da bin ich jetzt mal gespannt, was uns hier erwartet auf diesem Schiffchen, meine lieben Freunde. Lass die Zukunft die Wahrheit sagen und jeden Menschen gemäß seiner... Ach schade, das ging zu schnell. Kapitel 1, die Grenze des Hermes. Drücken, um zu beginnen. Ja. Ah ja. Tür geht auf. Also ich muss mal sagen, grafisch sieht das schon ganz gut aus eigentlich. Ja. Das hat schon was. Okay. Auch die Gangway funktioniert automatisch. Alter. Also, das sieht schon so ein bisschen spooky aus, wenn ich das ehrlich mal sagen darf. Ich meine, wer kommt auf die Idee, sowas zu bauen? Ich meine, gut, über Nikola Tesla muss man ja sagen, je mehr der oder je älter der geworden ist, desto schräger wurde der ja tatsächlich. Und desto abgefahrener waren ja denen seine Ideen. Und viele von denen seinen Ideen am Ende... Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Viele von denen seinen Ideen waren ja dann auch sehr verschroben, abstrus und wurden auch nie umgesetzt tatsächlich, auch weil die nicht machbar waren tatsächlich. Der hat zum Beispiel dann irgendwie versucht, Elektrizität über riesige Türme zu verbreiten und solche Sachen. Also so per Fernübertragung und sowas. Und selbst wenn das irgendwann mal möglich sein sollte, mit den Mitteln der damaligen Zeit war das halt einfach nicht möglich. Und, höre ich da gerade irgendwie ein... Ich höre da irgendwie Ketten. Was war das gerade für ein Heulen eigentlich?
Ich hoffe, das sind nur Maschinengeräusche gewesen. Inventing the tools of tomorrow. The Helios sails the ocean in between nations. Always in development of new technologies. Okay. Also es ist jetzt die erste Folge. Wie gesagt, ich spiele hier eine Vorabversion. Es kann sein, dass es ab und zu vielleicht mal ein bisschen ruckelt oder dass vielleicht mal der ein oder andere Bug vielleicht noch drin vorkommt. Das bitte ich zu entschuldigen, wenn das so ist. Ich bin auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ich... Da steht doch einer da drin. Ha! Scheiße! Okay, also wir sind ja nicht alleine, das ist schon mal... Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Okay, das war schon mal gerade so ein kleiner Minischock. Steckbrief, Profil, die Schiffsratte. Aktiver Spion, isolieren und eliminieren. Caps Lock, oh weia. Legen wir das mal wieder hin. Das ist hier irgendwie so eine Handzeichnung. Das kann ich aber nicht nehmen. 1896, 1890. Okay, hier ist der Hebel. Ich muss nochmal hier gucken. Okay, hier ist nichts mehr. Wie gesagt, immer schön die Umgebung untersuchen. Authorized Personnel Only. Also den ersten Aufhorcher, sagen wir mal, hatten wir jetzt gerade schon. Das kann ja was werden. Also ich bin ja bis hierhin schon mal gelaufen, tatsächlich einfach testweise, um zu gucken, dass es läuft. Und das habe ich tatsächlich nicht gehabt beim ersten Mal. Oder ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe mich auf jeden Fall nicht in die Richtung gedreht, sagen wir es so. Auch das habe ich nicht gehabt. Okay. Es fängt ja gut an. Ich kann übrigens nicht wirklich schneller gehen. Ich kann nur so schnell rennen. Und bestimmt... Wardenclyffe. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Ich werde bestimmt auch noch weglaufen und wegrennen müssen vor irgendwas. Das kann ich mir jetzt schon gut vorstellen. Wir haben halt keine Waffen, wir schießen nicht oder so. Ja, das ist halt wirklich ein Survival-Horror-Spiel. Also, das wird wieder so eine Nummer wie Outlast und Co. Warum lasse ich mich eigentlich immer auf sowas ein? Quarantäne? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Oh shit. Na toll. Ja gut, ich glaube, damit sind wir mal wieder gefangen. Okay, das ist schon mal jetzt hier schon nicht so gut, wenn ich hier so durcheinander gewürfelte Koffer sehen muss und sowas. Gefällt mir ganz und gar nicht, meine lieben Freunde. Hier kann ich rübersteigen. Ich schätze mal, das wird bestimmt ein etwas komplexere Story auch haben. Und man wird wahrscheinlich auf jedes Detail achten müssen. Build the future. Baue die Zukunft. Welcome aboard the Helios. You are now walking within the largest ship ever built. Ja, das glaube ich ungesehen. New Dimension. It's been mathematically proven. Find out what else is hidden. Okay, es ist eine neue Dimension. Es ist mathematisch nachgewiesen. Finden Sie heraus, was noch versteckt liegt. Work in the world's most advanced laboratories. Arbeiten Sie in den fortschrittlichsten Laboratorien der Welt. Exploring frontiers of science. Oh, was steht hier? Get your season ticket to the Helios Grand Theater. Also das Ding hat offensichtlich auch ein Kino. Join him. Und ja, Theater heißt in dem Fall tatsächlich Kino, glaube ich. Das heißt nicht Theater notwendigerweise. Oder? Ich denke schon. Season Programs and Prices. Join him. You too can change the world. Join Mr. Tesla aboard the Helios today. Ist das ein Theater oder ist das ein Kino? Ich meine, zu Tesla würde ja ein Kino mehr passen als ein Theater eigentlich, ne? Zumindest so eine Art Tesla-Bühnenshow. Da vorne ist ein Aufzug. Okay. Deaktivieren Sie die beiden Sicherheitsüberbrückungsschalter. Alles klar. Finden wir die doch mal.
Das mit Tesla erinnert mich ja so ein bisschen an diesen Film The Prestige. Hier mit Hugh Jackman und Christian Bale und Michael Caine. Ah! Ach, scheiße. Jesus, warum? Da, wo es... Okay, da kann ich nicht rein. S. Gamgi. Private Office. Ja, sehr privat anscheinend. Ein bisschen zu privat für meinen Geschmack. Okay, hier kann ich rein. Hier spricht Nikola Tesla. Oh. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison, nehme ich an. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Okay, also Tesla persönlich ist scheinbar auf dem Schiff anwesend, zugegen, interessant. Der lässt sich also hier nicht lumpen und ist persönlich da, wenn... Ja, das ist wahr und nicht irgendwie eine Aufzeichnung oder so. Vielleicht ist es ja auch automatisch abgespielt. Ich meine, das Schiff fuhr auch automatisch. Insofern weiß man jetzt nicht. Französische Klimatologin Jean Villepreux im Shuttle der Helios gesichtet. Weitere hochkarätige Wissenschaftlerin schließt sich wachsender Helios-Crew an. Sabotageversuch gescheitert. Helios-Shuttle verhindert Kollisionen. Okay, haben die hier verschiedene Wissenschaftler versammelt? Das sieht ja auch aus wie so ein Arbeitszimmer hier so ein bisschen. Eine Melone. Ja genau, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Film The Prestige. Da ging es ja auch so ein bisschen um Tesla und... Also um zwei Zauberer, die dann so Technologien... Oder einer davon, der dann Technologien benutzt. Für seine Tricks. Und Tesla spielt dann eben auch eine Rolle. Steckbrief, Profil, Dampf, bevorstehende Bedrohung. Bekannte Pseudonyme... Matthias Ellis, Simon Alder, Ernest Thompson. Das ist der Schalter, oder? Ja. Okay, nur noch eins. Ist auch ziemlich gut besetzt noch in den Nebenrollen. Scarlett Johansson spielt auch mit. Und unter anderem auch... Waren da noch hier? David Bowie war, glaube ich, sogar Tesla, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich jetzt mich richtig erinnere, war, glaube ich... Was ist das? The Helios, its international tube system, Rohrpostnachricht. Keine Sorge, ihre Forschungsergebnisse enthalten den Schlüssel zu allem. Kryptisch. Für wen war diese Nachricht bestimmt? Anscheinend geht es hier wirklich darum, dass die an Bord dieses Schiffes Forschungen betrieben haben. Und ich könnte wetten, wenn man sich hier so umguckt, dass das ein oder andere Projekt so ein bisschen schiefgegangen ist. Ja, eindeutig ein bisschen schief gegangen. Ein bisschen ist wahrscheinlich die Untertreibung des Jahrhunderts. Hier ist ja halt auch keiner, ne? Sind alle weg, irgendwie. Was haben wir hier? Nein! Ich wollte den Text anzeigen. Teslas Todesstrahl soll Krieg unmöglich machen. Nikola Tesla kündigt an, Weltfrieden durch Drohung vor unermesslichem Schaden zu erzwingen. Neu angekündigte Waffen stehen kurz vor dem Verkauf. Nationen der ganzen Welt sammeln Gelder. Teslas Schiffswaffen könnten ganze Flotten vernichten. Okay, das ist eindeutig die Realität oder die Version der Realität, wo Tesla der absolute King gewesen ist. Weil alles, was er irgendwie angepackt hat, anscheinend funktioniert hat. Naja. Ja, Elektrizität war ja damals auch, als die neu war, so eine Sache, die Leute sehr skeptisch betrachtet haben. Man hat ja gedacht, man kann durch Elektrizität irgendwie Schaden nehmen oder halt, ne, und solche Sachen. Das ist alles für den Menschen gar nicht so gut ist. Wenn die wüssten, wo die Reise hingegangen ist. Hui. Was ist denn das hier? Was? Nein, ich drücke meine rechte Maustaste, ich muss hier drücken. Verdächtiger in der Brig, Jackpot. InfoSec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die die Daten und Orte bestätigt. Ihr Bauchgefühl hatte recht, er ist ein Spion von Edison.
Es ist wichtig, dass wir alle Informationen von ihm bekommen, ob er will oder nicht. Dies ist definitiv eine Code West-West-Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. Security Officer DeRossi. Okay, ja genau. Edison und Tesla waren ja tatsächlich auch Gegenspieler. Das ist tatsächlich basiert auf der Realität. Das ist ein Pass. Sylvia Bishop. Ungeziefer. Was haben wir hier? The Examiner. Nikola Tesla rekrutiert britischen Geheimdienstler zur Überwachung der Informationssicherheit an Bord der Helios. Ein weiterer hochkarätiger Wissenschaftler schließt sich der ständig wachsenden Helios-Crew an. Sabotageversuch gescheitert. Helios-Shuttle entgeht Kollision. Okay. Er hat sogar hier seinen eigenen Geheimdienst aufgebaut. Auf dem Schiff. Authorized Personnel Only. Hier kann ich was machen. Ah ja, okay. Ich muss die richtige Position finden. Ich probiere mal was. Ich drehe die mal so abwechselnd. Ah ja, okay. So werden also vermeintliche Edison-Spione an Bord der Helios verhört? Das ist eine schöne Sammlung. Warte, bis mein Herausgeber das erfährt. Ja, das kommt alles in meinen Artikel. Das, also... Ich weiß nicht, was beunruhigender ist. Die Tatsache, dass da dieses Arrangement an Messern und Besteck liegt. Oder die Tatsache, dass da noch Blut klebt da dran. Was suggeriert, dass sie kürzlich erst benutzt wurden. Ich gehe mal weiter, ne? Ich tue mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Ich entferne mich unauffällig. Schon. Aber das Design, so den Look, den finde ich schon echt mega cool, muss ich mal sagen. Es hat so einen leichten Steampunk-Touch. So einen leichten. Aber es ist natürlich kein Steampunk in dem Sinne. Aber das mit diesem verchromten oder hier so dieses Messing und Holzverschläge und sowas, das ist schon. Ne, dieses polierte Holz und so. Das ist schon irgendwie cool. Warte mal, muss ich überhaupt hier hin? Muss ich nicht eigentlich mehr nach rechts jetzt hier? Weil ich meine, für das Ding bin ich hier hingegangen und für das muss ich dann wahrscheinlich... Ich hänge fest. Muss ich dann wahrscheinlich hier hin? Oh. Hallo? Ist hier jemand? Okay. Wir sind definitiv nicht alleine. Will ich da hingehen, wo das Licht angegangen ist? Scheiße. Warum ruft sie eigentlich? Mal so gefragt. Also sie muss doch jetzt schon gerafft haben, dass hier irgendwas nicht so richtig klar läuft. Ich meine, okay, das hier ist Farbe. Ich dachte gerade erst wirklich, das wäre Blut. Moment mal. Hab ich die Fußspur? Tatsache, ich habe die Fußspur gemacht. Guck mal. Ich kann Fußspuren hinterlassen aus roter Farbe. Okay. Hoffentlich wird mir das nicht zum Verhängnis irgendwann. Wenn man auf meinen Spuren wandelt. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hier muss ich rein. Hier leuchtet es grün. Oh, das wird bestimmt auch wieder so ein Ding, ey. Das wird wieder so ein Spiel, wo du dann unter Zeitdruck die richtigen Schalter umlegen musst. Dann musst du wieder den richtigen Weg finden. Dann wird es dunkel. Dann siehst du wieder nichts und so. Ach ja. Es wird wieder sehr lustig. Ein Pass. Pass von Jung Wang. Korea. Seoul. Laborforscher. Ja, es sind alles Forscher hier. Irgendwie. Oh. Eine Strategiekarte. Jetzt muss ich gerade irgendwie an den ersten Captain America denken. Da gibt es auch so eine Karte. Da ist unser Schiff. Hier ist Argentinien. Wir sind also quasi auf dem Weg nach Amerika anscheinend. Wenn das hier noch aktuell ist. Bishop Group. Interrogation Subject. Das ist die Bishop-Gruppe. Verhör. Opfer, sage ich mal. Andrei Latschenko. War ein Überbringer von Nachrichten quasi für einen Schläferagenten. Auf der Helios. Weitere
Befragungen oder Verhöre sind erforderlich. Er weigert sich nach wie vor, den Namen des Ziels preiszugeben. Botschaft von London. Okay, alles klar. Und was steht hier? Hat sich da gerade was bewegt? Nee. Ich sehe schon wieder Sachen. Ich bin schon jetzt so durch, dass ich einfach Sachen sehe. Ich nehme das hier übrigens gerade um 1.48 Uhr auf. Deswegen bin ich auch nicht ganz so laut oder versuch's zumindest. Spy Connections, also Spionageverbindungen. Beteiligte Personen, Tom, Kate und Horn. Der, Moment mal, das ist doch der hier, ne? Das war doch... Nee, Hong. Nee, das ist ein anderer Hong. Ein Hong Hong. All the documents are available privately. Alle Dokumente sind privat einsehbar. Excelsior Hotel 220, Base Place, Manchester, Liberty Road, Treffpunkt. Ob das noch wichtig wird, was auf den Tafeln steht? Ah! Scheißdreck! Oh Gott. Sind alle Lampen hier auf diesem Schiff so zuverlässig? Dann kann das anstrengend werden. Wie es mich vor allem auch reißt. Immer wieder. Oh Mann. Ich kriege jetzt schon halbe Herzinfarkt und es platzen nur Lampen. Ich bin eindeutig zu leicht zu agitieren, sagen wir es so. Ihr merkt schon, ich versuche ja auch gerade so ein bisschen rumzueiern, dass ich nicht vielleicht nicht ganz so... Bestätigte Edison-Agenten. Naja. Der Konkurrenzkampf zwischen ihnen scheint noch im Gange zu sein. False Flag Operations in Progress. False Flag, das ist so, wenn sich eine Organisation als eine andere Organisation ausgibt und im Namen oder unter Vorgabe dieser Organisation zu sein etwas auslöst, einen Anschlag oder so, und dem das dann in die Schuhe schieben möchte. So nach dem Motto. Also Anschläge oder Aktionen halt. Müssen nicht unbedingt Anschläge sein. Agent Infiltration. Success awaiting first report. Okay. Also der Tesla hat offensichtlich wirklich seinen eigenen Geheimdienst am Start. Vorfallbericht KA 812. In Übereinstimmung mit Verfahrensprotokoll A12 begrüßten die Beamten bei Ankunft das Shuttle aus Sydney. Als der Gast nicht wie angewiesen erschien, führten die Beamten eine Routinesuche auf dem Shuttle durch. Weder der Gast noch die von Warden Clive ausgestellten Papiere und Kleidungsstücke konnten an Bord gefunden werden. Weitere Inspektionen des Schiffes zeigten eine deutliche, aber harmlose Beule auf der Steuerbordseite des Shuttle. Es gibt keine Aufzeichnungen, die belegen, dass dieser Schaden bereits vor Auslaufen in Sydney bestand. Daher ist es möglich, dass das Shuttle auf dem Weg zur Helios von einem anderen Schiff geentert wurde. Dies ist der 11. Vorfall dieser Art innerhalb des laufenden Jahres. Die Anfälligkeit unserer automatischen Shuttles muss dringend verbessert werden. Die ID-Dokumentation und die Warden-Clive-Uniformen, die uns so abhanden kommen können, könnten Edison genug Informationen liefern, um überzeugende Fälschungen herzustellen. Ich erwarte noch die Zusicherung, dass Maßnahmen ergriffen werden, um das erneute Auftreten solcher Vorfälle zu verhindern. Okay, also, was hier... Also die schließen ja einfach daraus, dass das Schiff geentert wurde von Edison. Okay. Verrückt. Das ist auch interessant, die Reiseroute. Sehr schön. So, hier muss ich anscheinend wieder so ein Schloss aktivieren. Gibt es da ein Muster oder so? Ich drehe jetzt gerade... Ich drehe mehr oder weniger so random und versuche die halt in die gleiche Richtung zu drehen. Es scheint ja immer in dieselbe Richtung zu zeigen oder zeigen zu müssen, die Pfeile. Aber ich weiß jetzt nicht, wo da ein Muster sein soll. Wahrscheinlich... Ich habe einfach jetzt mal dran gedreht. Bei dem anderen ging das auch funktioniert. Unter Zeitdruck wird das dann lustig. Gucken wir mal hier. Profil armlos. Unter Verdacht, Schläferagent zu sein. Bestätigende oder entkräftende Beweise finden. Armlos. Naja, hier haben wir Ananya Patel, Bombay, Labortechniker. Okay, auch Laborantin quasi. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt Ada finden. Okay, der Aufzug ist da.
Aufzug. In ein höheres Stockwerk. Na, wenigstens nicht nach unten, aber... War die Tür da schon die ganze Zeit? Moment. Türen aufmachen ist auch so ein Spaß in Horrorspielen, Join him. Trete ihm bei. You too can change the world. Join Mr. Tesla aboard the Helios. Da hat jemand sich künstlerisch verausgabt. Das war wohl einer dieser berüchtigten Spione, von denen man so viel liest hier. Da hat wohl jemand eine Abneigung gegen den Herrn entwickelt und hat diese zum Ausdruck gebracht in einer künstlerischen Darbietung, Aufarbeitung. So. Meine lieben Freunde. Dann gehen wir mal rein. Hier ist was aufgeleuchtet. Was ist das? Eine abgenutzte Keycard für einen Eingangsaufzug der Helios. Das sieht fast ein bisschen aus wie so eine Lochkarte. Interessant, so mit Freilassung, dass der Computer wahrscheinlich erkennt, wo, was das für Daten sind. Also alles immer noch sehr mechanisch von der Datenverarbeitung her. Sehr interessant, eigentlich. Nehmen wir das mal. Gut, dann geht's los. Oh, shit. Was zur Hölle? Hey! Hey! Scheiße. Oh, Mann. Puh. Das war wieder mal sehr schön. Übrigens, meine lieben Freunde, ich sehe auch gerade, dass der Tonpegel sehr stark ausschlägt, tatsächlich, wenn hier die Protagonistin spricht. Es kann sein, dass der Ton etwas übersteuert ist, tatsächlich. Ich kriege ihn aber im Spiel tatsächlich nicht leiser. Warum auch immer das so laut ist. So, dann machen wir mal weiter. Drücken, um zu beginnen. Okay, das sieht schon mal cool aus. Erkunden Sie die Helios, um Ada zu finden. You are here. Okay, oh, wir sind jetzt unterm Schornstein. Boah. Oh, cool. Das ist so typisch Tesla hier mit diesen Spulen und diesen Blitzen, die so übertragen werden. Hier spricht die Researcherin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist dort draußen irgendjemand? Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist irgendjemand da draußen? Rose? Ada! Heilige Scheiße! Rose, was zur Hölle machst du hier? Moment, was? Ada, du hast mir gesagt, ich soll kommen. Ich habe deinen Brief hier. Das ergibt keinen Sinn. Rose, ich habe dir keinen Brief geschrieben. Aber egal. Es gab einen Unfall oder eine Sabotage. Egal, was es war. Wir müssen dieses Schiff verlassen. Deshalb die Quarantäne? Ada, was zur Hölle geht hier vor sich? Rose, hör mir gut zu. Wir müssen dringend hier weg. Es breitet sich auf. Ada! Ach, komm schon. Vielleicht kann ich ein besseres Signal bekommen, wenn ich dieses Ding irgendwo oben... Ja. Okay. Sie lebt offensichtlich noch, die Ada. Boah, das ist der Maschinenraum wahrscheinlich da hinten. Sieht auf jeden Fall sehr maschinell aus. So. Naja, gut. Wir sollen das Schiff verlassen. Und es breitet sich aus. Kann man sich hier schon so weit aus dem Fenster lehnen, dass es vielleicht was mit einer durchgedrehten KI zu tun hat? Also... Es wäre schon sehr weit fortgeschritten oder sehr fortschrittlich für dieses Zeitalter, sage ich mal. Oder für dieses, ja. Oh. The Helios. Ah, das ist ein Modell. Press the button. Ah, die Helios. Benannt nach der Sonne und selbst eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie. Dies ist ein geschützter Raum für diejenigen, die offen sind und ein Talent für Wissenschaft haben, um die Grenzen menschlichen Bestrebens zu erweitern. Außer Sichtweite von neugierigen Blicken und zynischen Spekulanten. Das Einzige, was hier zählt, ist der Fortschritt dabei, wortwörtlich nach den Sternen zu greifen.
Sie ist unser schwimmendes Zuhause und die Wiege der technologischen Entwicklung der Menschheit. Sie befinden sich in der Zukunft der Menschheit und sind sehr, sehr willkommen. So, so. Also ich muss mal sagen, atmosphärisch ist das schon ziemlich gut gemacht hier, muss ich mal sagen. Also, es kommt schon echt Atmosphäre aus. Was für ein Verrückter baut ein Museum zu seinen Ehren in seinem eigenen Haus. Tja, das fragen wir uns alle. Die Statue sieht cool aus. Statue von Tesla. Aus Kupfer? Oder könnte auch Messing sein. Death Ray. Ah, das sind die Todesstrahlen. Press the button. Mit dieser Maschine werde ich die Welt ein für alle Mal vom Krieg befreien. Mein geliebter Todesstrahl. Aha, automatisierte Schiffe. Es mag richtig klingen, dass so etwas für Frieden sorgen soll. Aber damit ausgerüstet würde niemals jemand einen Angriff gegen uns in Erwägung ziehen. Das ist zumindest die Theorie. Tö. Aha, tolle Theorie. Weiß nicht, ob ich sie teile. Funkwellen eignen sich nicht nur zur Übertragung von Ton, Bild und Strom über große Entfernung. Mit diesem funkgesteuerten Schiff können sogar Menschen transportiert werden. Okay. Wenn Sie hier auf der Helios sind, dann haben Sie bereits eine Reise mit einem solchen genossen. Es handelt sich um unbemannte Schiffe, die automatisch über Funksignale gesteuert werden. Weniger riskant, was Fehlfunktionen oder das Untergehen infolge einer Fehlfunktion angeht. Nicht, dass das Risiko jemals groß gewesen wäre. Sie sind wohlbehalten hier angekommen, nicht wahr? Kostenlose Energie bedroht tausende Arbeitsplätze im Energiebereich. Aufstände erwartet. Strompreise, das wird sich wieder auswirken. Definitiv. Müssen wir wieder mehr zahlen. Aber ich glaube nicht, dass erneuerbare Energien hier schon eine Rolle gespielt haben, ehrlich gesagt. Wir gucken uns das mal alles an. Ich drücke mal alle Knöpfchen, ne? Ah, die Röntgenmaschine. Als ich die Röntgenstrahlung entdeckte, hätten wir eine wunderbare Zeit dabei haben können, uns gegenseitig zu fotografieren. Geschwärzte Silhouetten an den Wänden, die für alle Ewigkeit diesen einen Moment der vergnügten Zeit einfangen. Natürlich nur so lange, bis wir erkannt haben, dass Röntgenstrahlen ziemlich schädlich sind. Diese Maschine macht den gesamten Prozess viel sicherer, wenn auch weniger unterhaltsam. Wusste der das schon, dass die schädlich sind? Konnte der das damals schon wissen zu der Zeit? Ach, das ist der berühmte Turm hier, den der, ich glaube, zum Teil auch gebaut hat, aber nie fertiggestellt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Tesla Tower, beeindruckender Plan des großen Erfinders, Millionen von Volt aus Elektrizität aus den Niagara-Fällen durch die Luft zu schicken und sie dann von Türmen aus drahtlos in Städte, Fabriken und Privathäuser zu leiten. Genau, das ist das, was ich meinte schon. Das war das, was der zuletzt, glaube ich, umsetzen wollte, aber nie umsetzen konnte, weil das halt damals technisch nicht möglich war oder weil ihm da noch das Geld ausgegangen ist. Mein erster Tesla Tower in Wardenclyffe war ein großer Erfolg. Ich wusste schon immer, dass mein Traum, kostenlosen Strom drahtlos auf der ganzen Welt zu verteilen, ein voller Erfolg werden würde. Was ich nicht vorhergesehen habe, war die Unersättlichkeit der menschlichen Rasse. Die Gier nach mehr, mehr und mehr Strom. Drahtlose Übertragung von Strom. Das ist der einfache Teil. An den Strom heranzukommen, das ist die knifflige Aufgabe. Hm, ja. Der muss ja gemacht werden, der Strom, also produziert werden. Da vorne ist die Tür. Ein gruseliges Schiff, voller Wissenschaftler, mitten im Meer. Was soll da schon schiefgehen? Ja, was soll da schon schiefgehen? Oh nein, da bewegt sich was. Ich sehe es jetzt schon. Ich sehe es schon durch den Spalt. Ich versuche gerade schon mal so ein bisschen so zu gucken. Das sind Vögel, oder? Ich mach mal auf. Kein Schock, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Oh. Okay, ja. Oh. Was zur? Was? Was? Was ist passiert? Hallo? Ist hier jemand? Was ist das? Wer seid ihr denn? Nimm alle Masken auf. Huch. Was zur Hölle war das? Nein, was ist das? Da laufen immer noch irgendwelche Lichtgestalten rum.
Ah. Rose, bist du da? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, aber was zur Hölle soll ich hier? Wenn du den Brief nicht geschrieben hast, wer dann? Es ist deine Handschrift und alles. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber es könnte sein, dass ich es war. Nicht mein Gegenwarts-Ich, sondern mein Zukunfts-Ich. Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich schwöre, ich kann alles erklären. Wir treffen uns in meinem Apartment. Von da aus werden wir zusammen fliehen, okay? Wovor genau fliehen? Rose, es ist hier nicht sicher. Es breitet sich auf dem ganzen Schiff aus. Ich erzähl dir alles, sobald wir in meinem Apartment sind. Du musst dir eine Faraday-Keycard vom Check-In-Schalter in der Haupthalle besorgen. Die sind in einem Wandtresor. Die Kombination sollte irgendwo in der Nähe notiert sein. Die Keycard bringt den Aufzug automatisch in den richtigen Bezirk. Hast du alles verstanden? Ja. Tresor öffnen, Keycard nehmen, zu dir in dein Apartment. Alles verstanden. Super. Ich werde eine Weile lang nicht über Funk erreichbar sein. Komm einfach her und pass auf dich auf, okay? In Ordnung. Aber wenn du da bist, erwarte ich einige Antworten. Abgemacht? Abgemacht. Oh, Schwester Herz, auch wenn ich nicht erklären kann, warum und wie du hierher gekommen bist, ich bin wirklich froh, dass du da bist. Bis bald. Mhm. Bis bald, Schwester Herz. Das sind Anonymisierungsmasken sind das, die sie getragen haben in der Sequenz hier gerade. Aber es klingt ja wie, als wenn es hier um Zeitreisen geht. Irgendwie. Oder zumindest um Main Hall. Okay, wir sind in der Main Hall. Hier irgendwo muss es einen Tresor geben. Und der Aufzug muss umprogrammiert werden. Meine lieben Freunde. Okay. Kann ich hier rein? Nee. Da hinten. Vielleicht. Das wird ja eine schöne schräge Nummer hier. Wenn wir dann immer so zwischen diesen Ebenen hin und her springen hier, die es da scheinbar gibt. Da ist doch was. Wie komme ich denn da hin? Warte mal, da hinten. Oder hier? Wardenclyffe verkündet Erfolg. Resonanz mit anderen Dimensionen. Nur Tesla weiß, wie es funktioniert. Beginn des Zeitalters kostenlose Energie. Verstößt Tesla? Okay, das hat man schon gelesen, glaube ich. Andere Dimensionen. Na, sehr schön. Das kann ja Eiter werden. Okay, das haben wir gerade gehabt. Erik, vergiss nicht, den neuen Sicherheitscode aufzuschreiben, wenn du ihn änderst. Margaret musste letzte Woche extra von den Tech Labs herkommen, um den Sicherheitsmechanismus zurückzusetzen. Das fand sie gar nicht gut. Vermassle es nicht noch einmal. Aktueller Code 142. Gut. 142. Hier ist der Code. Das muss der Tresor sein. Also, um ihn zu öffnen... Ich sehe ja die Zahl gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Welche Zahl habe ich denn da jetzt aktiviert? So, jetzt brauche ich eine 4. Ach nee, warte doch, hier wird sie doch angezeigt. Ich Blödmann. Moment. Ich dachte, ich muss hier gucken, also bei den Kreisen. 100... Brauchen wir eine 4? Ne, warte. Ach, die drehen sich mit, die anderen Scheiben. Na tolle Wurst. 140. Ne, warte. Scheiße. 143. Okay, die äußere muss ich noch einmal drehen. Nein. Ach Mann. Shit. 132. Moment. Okay, das ist die innere. Das ist die mittlere und die innere und das ist die äußere. Und, nee, es sind alle drei zusammen, okay. Okay, warte, genau, wir müssen von außen anfangen. Also 4. Nee, 2 muss da stehen außen, Quatsch. Das ist 142, 2. Ihr merkt schon, das kann dauern. 100. Nee, erst die 4. Die 4 müssen wir einstellen. Und jetzt. Jawohl. Noch eine Keycard, sehr gut. Faraday District, Fahrstuhl-Keycard. Bingo, eine Keycard für den Aufzug. Ich wette, der nächste Schocker lässt nicht mehr lange auf sich warten. Das scheint ja doch recht, okay, das habe ich jetzt kommen sehen. Das hat mich jetzt nicht gekriegt. Das hat mich nicht gekriegt. Da ist eine Tröte am Aufzug. Gut,
Ich hoffe, das funktioniert. Sein sogenanntes Sprechrohr übrigens. Oh, wir haben Zöpfchen, glaube ich. Schön. Okay, meine lieben Freunde. Ich glaube, jetzt wird der nächste Abschnitt geladen. An der Stelle würde ich sagen, ist jetzt erstmal diese erste Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Close to the Sun. Und dann erkunden wir weiter das Schiff und schauen uns das Haus der Hestia an. Bis dann, ciao, ciao.